Gärtner, ein Gartenprofi, Teil 4. Hallo liebe Gartenfreunde und Hobbygärtner. In der heutigen Folge Werde ein Gartenprofi, Teil 4, geht es um verschiedene Themen. Zum einen haben wir das Thema Knoblauch, wie ich mit denen jetzt verfahre, was ich mit denen mache. Wir bauen im Vogelhaus eine Diebstahlsicherung. Dann haben wir die Topinambur-Ernte, wirklich eine dicke Ernte. Dann zeige ich euch, wie man Bärensträucher schneidet und vermehrt. Da gibt es einen kurzen Blick ins Gewächshaus, denn da kommt jetzt ein Weg rein und eine Beetbegrenzung. Dann kümmere ich mich um mein Kräuterbeet. Auch das Umpflanzen von Stauden ist jetzt angesagt. Und zu guter Letzt braten wir uns eine schöne Dorade über offenem Feuer. Also viel Spaß beim Video. Bevor wir uns nun in die Gartenarbeit stürzen, kleiner Hinweis von mir, da 80% meiner Zuschauer keine Abonnenten sind, ihr könnt diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video von mir. Das ist völlig kostenlos. Tipp Nummer 1. Düngt euren Knoblauch jetzt schon, guckt aber, dass er nicht eingefroren ist, sonst könnt ihr den verletzen. Ich habe hier einfach mit Pferdemist oberhalb gedüngt, der wird jetzt eingearbeitet. Dann werde ich jetzt den Knoblauch schon schützen. Da kommt jetzt einfach hier so ein Kabelschacht, die kann man im Baumarkt kaufen, in den Boden. Ihr könnt gerne so Löcher vorbohren, dann geht es wesentlich leichter in den Boden. Und dann kommt Gemüseschutznetz rüber. Warum? Ich will den Knoblauch einfach vor der Zwiebelfliege schützen. Die legt da immer ihre Eier ran und dann wächst der Knoblauch oder auch die Zwiebeln oder auch der Porree nicht mehr richtig. Also schützt eure Zwiebelgewächse, damit die auch vernünftig wachsen. Ist jetzt ein bisschen früh, die Zwiebelfliege kommt erst ab April, aber sicher ist sicher. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass der Knoblauch jetzt ein bisschen wärmer steht, weil er auch ein bisschen geschützt ist. Nächstes Thema ist Vogelhäuser. Ihr seht, hier ist schon eine Blaumeise und guckt sich schon mein Vogelhaus an. Wie viele von euch sicherlich wissen, brüten die Vögel ab März. Aber einige Zeit vorher suchen sich natürlich ihre Nistmöglichkeiten oder Nistkästen aus. Deswegen sollten die jetzt im zeitigen Frühjahr schon repariert, gereinigt und gesichert werden. Ich habe dieses Vogelhaus jetzt erstmal runtergeholt und die Nestreste entfernt. Im letzten Jahr waren in diesem Vogelhaus Kohlmeisen drinne und ich muss leider feststellen, dass wo die Küken schon ziemlich groß waren und auch laut, man hört die ja dann auch da im Nistkasten, hat es ein Waschbären oder irgendein anderes Tier angelockt und der hat die aus dem Vogelhaus rausgeholt. Ja, also man kann sich das gar nicht so vorstellen, aber anscheinend kommt so ein Waschbär mit seinen Ärmchen in dieses Vogelhaus rein und holt sich die Küken raus. Das wollen wir dieses Jahr verhindern. Mich hat damals eine Zuschauerin angeschrieben, Martin, du musst da noch ein Brettchen ran machen. Der Waschbär kommt und holt die Küken raus. Ich habe es nicht geglaubt, aber es ist passiert. Also machen wir noch eine Kükenklau-Sicherung ran. So ein kleines Brettchen soll da helfen. Mal gucken, ob es dieses Jahr was bringt. Übrigens hänge ich meine Vogelhäuser immer Richtung Osten auf, also gegenüber der Wetterseite. Wir ernten jetzt meine komplette Topinambur. Das ist eine 7 Meter lange Reihe. Ein paar Pflanzen haben wir ja schon entfernt. Ich habe auch dazu schon mal Kochvideos gemacht, wenn ihr die unbedingt sehen wollt. Ich habe es mal oben verlinkt für euch. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viel Topinambur hier unter der Erde ist. Und ich werde auch einmal 4 Kilo Topinambur verlosen. Wenn ihr das haben wollt, schreibt einfach in die Kommentare, ich möchte Topinambur haben und ich suche mir einen von diesen Kommentaren raus. Mit ein bisschen Glück habt ihr gewonnen. Den Gewinner gebe ich in einem der nächsten Videos bekannt. Guckt doch mal, wie große Topinambur-Knollen das hier sind. Das ist echt eine ertragreiche Sorte. Das war echt eine gute Erntemenge. Die Gesamternte waren sage und schreibe 25 Kilo. So, jetzt machen wir mit dem Beerenschnitt weiter. Hier haben wir die Johannisbeere. Danach machen wir weiter mit der Stachelbeere. Ich zeige euch auch gleich, wie man sie vermehren kann. Diese Johannisbeere habe ich mir vor 3 Jahren selber vermehrt. Jetzt schneiden wir sie erstmal runter. Ihr seht, die hellen Gehölze sind die aus dem letzten Jahr und die
etwas dunkleren noch sind aus dem vorletzten Jahr. Ich handhabe das immer so, dass ich die Spitzen einfach ein bisschen kappe, die schwachen und dünn rausschneide und einen der älteren stehen lasse und den Rest der alten einfach rausschneide. Hier haben wir so ein paar Steckhölzer, die könnt ihr euch aus einem der Triebe schneiden. Guckt, dass sie richtig rum sind und so solltet ihr die auch in die Erde stecken. Nach gut ein Jahr könnt ihr die dann umpflanzen. Hier haben wir ein paar Steckhölzer, die habe ich im letzten Jahr einfach in die Erde geschoben und jetzt können wir die Pflanzen einfach umpflanzen. Ist eine wirklich tolle Sache, um sich Beerensträucher zu vermehren. Hier haben wir zum Beispiel die Johannisbeere. Die kann man natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen zurechtschneiden und dann umpflanzen. Hier haben wir die Stachelbeere. Ein Riesenbusch ist geworden. Die Äste haben sich immer abgesenkt und dadurch haben sich jetzt natürlich jetzt viele Ableger gebildet. Die kann man natürlich jetzt auch noch mal umpflanzen und vermehren. Ja? Hier haben wir ein richtig schönes Exemplar, wie gesagt, die kann man durch Absenkung vermehren. Man nimmt einfach einen Ast, gräbt den so ein bisschen ein und nach ein oder zwei Jahren hat man eine schöne Pflanze, die man dann trennen kann von der Hauptpflanze und man hat einen neuen Stachelbeerstrauch. Auch die werden eingekürzt, die Spitzen ein bisschen runtergeschnitten, die schwachen und dünn raus. Die Wurzeln kann man auch noch ein bisschen kürzen. Ihr wisst, umso mehr man einkürzt, egal ob es Wurzel oder die Äste sind, umso mehr Austrieb hat man, umso mehr stärkeres Wurzelwachstum hat man. Viel ist jetzt von der Hauptstaude nicht mehr übrig geblieben, aber ist wichtig, dass sie auch ein bisschen runtergestutzt wird, weil sonst wird die wirklich zu groß. Jetzt habe ich 4 schöne Ableger aus dieser Stachelbeere gemacht und die werden mir hoffentlich in den nächsten 1-2 Jahren richtig tolle Stachelbeeren bringen. Ist übrigens eine helle Sorte. Dann wollte ich euch mal mein Gewächshaus zeigen, das verändert sich auch ein bisschen. Ihr seht, ich habe hier schon angefangen, einen Weg zu legen und natürlich auch die Beetbegrenzung. So bleibt mir einfach mehr Platz, mehr Beetfläche. Sieht natürlich alles viel sauberer aus und schön glatt, gerade vor allen Dingen. Gefällt mir viel besser. So, jetzt kümmern wir uns um unser Kräuterbeet. Das ist mir irgendwie sehr wichtig und deswegen wird es auch schön gedüngt mit Kompost. Eine ganze Schubkarre kommen rauf und jetzt wird noch ein bisschen mineralisch nachgedüngt, um den pH-Wert nach oben zu schieben. So Kräuter brauchen schön mineralische Böden und deswegen habe ich hier schön mit Urgesteinsmehl und Kalk gedüngt. Alles wird ein bisschen eingearbeitet und jetzt kommt noch eine schöne Mulchschicht drauf. Ihr habt ja gesehen, dass ich die Hecke ein bisschen runtergeschnitten habe, weil die schon so alt ist. Liegt unter der Hecke so viel abgestorbenes Material, das kann man super als Mulch benutzen. Ich mulche sehr gerne, weil es schützt das Bodenleben, schützt den Boden vor Austrocknung und ihr spart euch enorm viel Wasser. Da ich in diesem Jahr im Garten mehr Struktur haben möchte, pflanze ich meine ganzen Stauden auf eine Stelle. Jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit, Stauden, Blumenstauden umzupflanzen, bevor sie jetzt im Frühjahr anfangen zu wachsen und austreiben. So, die Gartenarbeit ist verdammt anstrengend und weil ich mir eine kleine Feuerstelle im Garten gebaut habe, gibt es jetzt was richtig Leckeres zu essen. Heute gibt es Dorado Royal mit ein bisschen Gemüse. Ich sag euch, so ein Essen am offenen Feuer gebraten schmeckt immer noch am besten in der Natur. Essen ist sowieso das Schönste.
So, und jetzt sind wir langsam am Ende des Videos. Halt, eins habe ich noch vergessen. Ihr wisst ja, jeder, der mir eine kleine Geldspende dalässt, wird in einem meiner Videos erwähnt. Das hat Stefan Hellwig gemacht. Ich danke dir, Stefan, für deine Unterstützung. Die wird auf jeden Fall sinnvoll angelegt. Wenn ihr auch in einem meiner Videos erwähnt werden wollt, dann lasst mir doch auch gerne eine kleine Geldspende da. Und es ist ein PayPal-Spendenlink. Ich danke euch dafür. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß und habt ein bisschen was lernen können. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Folgt mir auch auf Instagram. Jetzt sage ich Tschüss. Euer Gemüsekoch Martin. Macht's gut. Bleibt mir bitte gesund. Ciao.